Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und einem Bandduell für euch. Das erste Bandduell 2024. Und zwar geht es jetzt folgendes Bandduell. Und wir sind im Classic-Rock-Bereich unterwegs. Wir machen Deep Purple gegen Led Zeppelin. Ich finde tatsächlich, ich habe hier mal die ersten vier Led Zeppelin-Alben rausgefuckt. Ich fächer die mal auf. So, rausgepackt übrigens. Led Zeppelin versus Deep Purple. Das ist das Bandduell. Ja, ich hatte immer die Überlegung, wie gerade in den 70er-Jahre Legenden, wir haben beide Ende der 60er angefangen Musik zu machen, aber das sind die 70er-Jahre Hardrock-Legenden für mich. Immer bei Deep Purple säkulär und bei Led Zeppelin säkulär, ja, mit wem kann man die duellieren? Ich würde sagen, du kannst nur, wenn man wirklich was Adäquates auf Augenhöhe finden will, kann man die beiden eigentlich nur miteinander nehmen. Wir könnten noch Black Sabbath noch irgendwie mit reinnehmen, aber ich finde, da ist es etwas anders gelegen. Ich erkläre euch auch warum. Und zwar, es geht ja immer darum, dass es Bands sind, die vergleichbar sind, ne? Also es geht ja nur um eine Theorie, für wen würdet ihr euch entscheiden, aber es muss ja vergleichbar, es muss ja auf Augenhöhe stattfinden. Was haben die denn gleich? Naja gut, es sind beides fucking Legenden. So, ne, die haben die Musik, gerade die Rockmusik, geprägt wie kaum eine andere Band. Beide Ende der 60er geformt und ja, die 70er letztlich dominiert. Die 70er ganz schön dominiert. Die haben den ganzen 70er-Rock geprägt Welterfolg. Die haben die gesamte Rockmusikszene geprägt mit einschlägigen Hits von Immigrant Song und Stairway to Heaven, World of Love auf Led Zeppelin-Seite und selbstverständlich Sachen wie Smoke on the Water, Highway Star, aber halt auch Child in Time der Deep Purple-Seite. Und das, finde ich, ist dann auch, wenn man ins Detail geht, beide haben sie auch so epische, ja, epische Rock-Songs für die Ewigkeit. Child in Time, Stairway to Heaven, auch gleich. Die haben auch so letztlich so Gitarren-Einsteiger-Songs. Smoke on the Water, World of Love. Ne, das sind so die ersten Sachen, die ich auch auf der Gitarre geübt habe. Ne, und halt, klar, stumpfer. Aber ne, das sind so typische Sachen, die man anfangs testet. Ne? Und Hits noch und nöcher. Ganz klar, ohne Ende Hits und Weltkarrieren. Beide, glaube ich, inzwischen auch in der Rock Hall of Fame. Die Purple hat ja ewig gebraucht. Ist eine Story für sich. Aber ja. Deswegen, die sind absolut auf Augenhöhe. Es gibt natürlich auch Sachen, Punkte, die unterschiedlich sind. Die Purple, unstetig von der Besetzung, muss man sagen. Also wir haben natürlich ab Mitte der 70er dann anderen Sänger, nicht mehr Ian Gillan. Dann haben die sich kurz aufgelöst in den 80ern, aber stark zurück mit Ian Gillan. Dann haben sie ja noch eine kleine 90er andere Sängergeschichte. Und quasi gibt es die auch bis heute. Haben dadurch auch insgesamt viel, 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 viel mehr Alben raus. Wie gesagt, Besetzung unstetig, auch an Gitarrenposten und so. Halt mit einem kleinen Aussetzer, aber bis heute letztlich fast unterwegs. Ich glaube, dieses Jahr spielen sie tatsächlich ein paar Shows. Und haben dadurch hinten raus was ganz anderes gemacht. Aber auch in den 80ern nochmal stark gekommen, muss man ganz klar sagen. Perfect Strangers ist ein super geniales Album. Led Zeppelin, straightforward, anders. Beständig mit der Besetzung, als dann John Bonham gestorben ist, aufgelöst. Und dann halt, ja, bis auf ein Konzert mal, nie wieder wirklich reaktiviert. Also dann tot die Band, während die Purple halt noch existierten. Ich glaube insgesamt, aber dennoch, ja, absolut auf Augenhöhe ein Bandduell. Und jetzt ist das ist zumindest meine Vergleichbarkeit und dann halt auch die paar Ungleichnisse, die Sachen aber nicht groß ausräumen, denn wir reden hier einfach von super krassen, super, super krassen Legenden. So, und dann kommen wir in die Diskussionsphase, ne? Bandduell. Für wen würdest du dich entscheiden, wenn du es müsstest? Ich werde weiter beide hören, aber für wen würdest du es entscheiden? Und die wichtigste Frage, warum? Warum entscheidest du dich für die Band, die du dich entscheidest? Und nicht, weil geil oder ich finde scheiße. Das ist halt, dann kann man auch sagen, warum, ne? So, also warum? Ja, und ich muss zugeben, ich habe es kaum so schwer gehabt. Für mich sind das beides nämlich auch Kindheitsbands. Ich bin mit den beiden aufgewachsen. Mein Vater hat die einfach auch gehört, viel gehört, die Purple sowohl als auch Led Zeppelin. Ich benutze die beide unglaublich gerne als Rock-DJ, der ich ja bin. Und ich mache ja auch eine Classic-Rock-Party regelmäßig und
da benutze ich absolut beide gerne. Ne? Du hast hier Songs wie Black Dog oder Rock'n'Roll, die halt super funktionieren, auch als Party, als schwungvolles Lied, Immigrant Song, Roller the Love. Aber hier hast du natürlich einen Highway Star, einen Smoke on the Water, auch immer, klar, ne? Ein Burn, ein Strange Kind of Woman und. Oder auch Perfect Strangers, davon Sachen. Geile Hits, einfach geile Hits. Du hast Alben wie In Rock, wie Machine Head, die gehen runter wie Öl. Die gehen runter, du hörst die im Auto, bam, bam, bam. Led Zeppelin gehen runter wie Öl. Drittes Album rein, viertes Album rein, egal welches Album rein. Also gerade die ersten vier, ich habe die immer rausgenommen. Danach sind die ein bisschen experimenteller geworden. Auch ein Unterschied zu Deep Purple, die waren ja doch eher straighter dann. Aber gehen runter wie Öl. So ein drittes Album, zweites Album, erstes Album, viertes Album. Egal, im Auto. Oder muss ich nur aufpassen, dass ich nicht rasend geblitzt werde. So, ne? Kommen mit geilen Alben daher. Auch da auf der negativen Seite, mich interessiert die gesamte Diskografie überhaupt gar nicht. Also ob jetzt so ein Jolyn Turner oder 90er-Jahre-Zeit, ne? Die Purple interessiert mich nicht. Und auch spätere Led Zeppelin-Sachen haben nie so bei mir gezündet. Mit Ausnahmen, In the Evening ist ein sensationeller Song, einer der besten von Led Zeppelin, aber ne? Das heißt, ich bin auch nicht super krass Feuer und Flamme. Es ist jetzt beides Kindheitsband, beide durch, auch durch meinen Vater geprägt und beide auch ungefähr immer gleich. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann, man hat ja doch sein ich höre doch mal Musik von meinen Eltern Moment, den hatte ich in der Teenie-Zeit und da war, glaube ich, die Purple ein bisschen vor Led Zeppelin, aber ungefähr zeitgleich tatsächlich. Und deswegen fällt mir es tatsächlich so schwer. Die Purple habe ich tatsächlich live gesehen. Led Zeppelin nie die Chance gehabt, auch nicht bei diesem großen, mega ausverkauften Konzert. Hat nicht hingehauen. Sollte hier aber kaum möchte man sagen, ein Faktor sein. Weil am Ende ist es Plattenmusik für mich in erster Linie. Und da ist halt die Frage, wie entscheidet man es? Weil die sind wirklich bis vielleicht auf ein paar Mikrometer auf Augenhöhe. Und dann muss man entscheiden, was sind die Mikrometer bei mir, die halt die Entscheidung machen. Und das ist einerseits tatsächlich vielleicht live gesehen und dass ich grundlegend mit dem Sammelsurium des Sounds von Deep Purple insgesamt mehr anfangen kann. Also es ist tatsächlich so, dass die Led Zeppelin nach dem vierten Album experimentellere Wege gegangen sind. Auch so Songs wie No Quarter, natürlich Kashmir, geil, aber halt komplett experimentell. Ne? Und In the Evening haben sie nochmal einen Song wie früher rausgebracht. Super, super geil, einer meiner Lieblingssongs von Led Zeppelin, wie schon erwähnt. Aber tatsächlich ist es auch innerhalb der Hits bei Deep Purple für mich persönlich dann etwas stärker. Und dann in der Masse auch straightforward. Ich meine, die haben ja auch nochmal dieses Now What oder was rausgebracht vor ein paar Jahren. War auch ganz schön gutes Album. Bei Led Zeppelin, also bei den beiden Protagonisten, muss man ja fast sagen, von Led Zeppelin, ist ja solomäßig nie was Großes bei rumgekommen, aber nur in der Symbiose hat es mit Led Zeppelin gut funktioniert. Und die haben dann zu viel experimentellen Kram gemacht. Das war dann zu sehr Musik für Musiker. Während die Purple einfach da ein bisschen straighter waren. Und wenn man dann meinen persönlichen Top-Hit, bei Deep Purple ist Highway Star und bei Led Zeppelin ist es wahrscheinlich für mich In the Evening oder es wäre dann etwas wie Rock'n'Roll oder Love and Immigrant Song, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht tatsächlich, ist einfach Highway Star stärker als, wie ich finde, fast alles, was da bei Led Zeppelin passiert. Und deswegen wirklich ein Müh vorne für mich Deep Purple vor Led Zeppelin. Ich liebe beide Bands, ganz klar, absolute Kindheitsmusik, muss man für mich vielleicht sagen, aber dann hat bei mir Deep Purple aus dieser Argumentationskette die Nase einfach vorn. Ein Highway Star reißt es einfach rum. Genial sind alle beide und jetzt ist die Frage, wie sieht's bei euch aus? Deep Purple versus Led Zeppelin. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, für welche Band entscheidet ihr euch und warum? Wenn ihr irgendeinen davon scheiße findet, warum? Wenn ihr einfach einen irgendwie geiler findet, warum? Das ist doch das, was es hier ausmacht. Worum es eigentlich geht, sich damit eingeht, auseinandersetzen. Und deswegen seid ihr jetzt gefragt. Welche Band kriegt bei euch den Zuschuss? Deep Purple oder Led Zeppelin? Jetzt eintippen und voten und machen. Und vielen Dank fürs Mitmachen auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Und wie das dann doch im Verhältnis aussieht, ist sehr spannend, finde ich hier. Und dann lass uns mal sehen, was dabei rumkommt. Vielen Dank fürs Zusehen und Mitmachen. Bis dahin. Ciao, ciao.